Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Es wird ernst, denn Team Aqua macht weiterhin ordentlich Druck. Und wir wollen jetzt mit unserer neu erlernten VM-Surfer. Versuchen, Team Aqua aufzuhalten. So, ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Kann ich die VM hier schon einsetzen? Wen habe ich die nochmal beigebracht? Habe ich die überhaupt schon jemandem beigebracht? Nee, habe ich nicht, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Taucher. Also sie ist nur von ihm erlernbar. Das heißt, sie wird auch dementsprechend beigebracht. Schmeißen wir doch Heilruhe raus. So. Jetzt gehen wir auf Legend. Terrorattacke. Na, nicht fliegen. Nicht fliegen. Taucher. Okay, das heißt, es geht wirklich nur an diesen bestimmten Stellen, die ich schon mal gesehen hatte. Hier, ne? Moment. Fliegen wir einen schönen Saat direkt mal hier hin. Ja. So. Jetzt ist die Frage, wo noch müssen wir hin? Wenn man das wüsste, ne? Ich tauch mal hier auf. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier auf der Seite, okay. Scheint mir nur noch eine Suche zu bringen. Das ist sogar gar nichts. Ich muss irgendwie dahin. Hier komme ich auch nicht hin. Also muss ich wieder zurück. Hin, ja, zu dieser Dingshöhle muss ich halt, ne? Zur Tiefseehöhle, glaube ich. Wir gucken nochmal auf die Karte. Also, das hier ist die Geheiminsel. Urzeithöhle. Geheime Blumenwiese. Da, Tiefseehöhle. Da muss ich eigentlich hin. Ich bin einfach vollkommen falsch. Komplett lost. Zur Tiefseehöhle, also nicht zur Urzeithöhle. Aber es auch, klingt auch alles so gleich. Jetzt mal ohne Mist. So. Das heißt, ich muss jetzt dahin. Ne, ich musste noch weiter nach rechts, glaube ich. Erstmal treffen wir den Encounter. Okay, ist okay, ist okay. So. Ja, du wirst halt sowieso wieder komplett overlevelt sein. Das heißt, wir wechseln wieder raus. Auf Formio. Ich habe mir vorgedacht, dass auch das Formio noch zu stark ist, oder? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir setzen Meteorologe ein. Ist das nicht zu stark? Nein, ist es nicht. Okay. Nochmal werde ich das nicht einsetzen können, aber die anderen Attacken werden auch zu stark sein. Ich versuch's jetzt einfach mal, aber ich befürchte, es wird nicht ausreichen, ihn in den gelben Bereich zu bringen. Ja.
Wir haben auch keinen Wasserball, oder? Das ist jetzt problematisch. Kann er sich nicht irgendwie heilen oder so? Alles nichts bringen. Also muss ich halt eigentlich nochmal rauswechseln, ne? Schwalbos. Wahrscheinlich jetzt der ganze Aufwand dafür, dass der eh wieder nicht drin bleibt. Oder ich ihn sogar wieder umbringe. Jetzt setzt du Ruheort ein, ne? Dann ernst? Oh nee. Dieses Pokémon ist so nervig, ne? Wir hatten das ja schon in der letzten Folge oder so. Und dann haben wir es am Ende umgebracht. Weil es sich die ganze Zeit geheilt hat, aber es sich halt nie vollständig halten kann. Boah, ey, du gehst mir so auf die Nerven, ne? Wenn ich dich nicht am Pokéball hab, ne? Wirst du. Ja, sicher. Ein Critical Hit. Ach komm. Ich geb's auf, dich zu fangen. Es ist halt ein so unspektakuläres Pokémon und dafür so viel Aufwand, ne? Ohne Witz. Ja, und wie komme ich jetzt dahin? Ich check's nicht. Ist da die... Was ist denn da? Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Xenovil. Ja, aber wir mussten ja zur Tiefseehöhle. Das heißt, in Xenovil bin ich halt auch nicht richtig. Aber ich weiß nicht, wo ich dann muss. Wie komme ich denn zur Tiefseehöhle? Hierüber auch nicht. Es ist doch ein Scherz. Jetzt bin ich zu doof, den Weg zur Tiefseehöhle zu finden. Aber muss ich doch hier rechts in diesen Bereich. Und dann wahrscheinlich von da irgendwo tauchen. Von hier. Schätzungsweise. Wir tauchen jetzt einfach mal hier ab. Und irgendwo hier muss ich dann zur Tiefseehöhle kommen können, oder? Da. Tiefseehöhle, okay. Here we are. Krass. Ja. Hier muss ich jetzt auftauchen. Ach so, okay, okay. Uiuiui. Da sind wir also. Hier ist ein Item vielleicht. Georock. Den haben wir doch auch noch nicht. Dann kann ich mir die Mühe sparen, meinen Kleinstein zu trainieren. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gehen wir mal auf das Schneider. Ich hoffe, das bringt ihn nicht um. Nein. Sehr gut. So, das sollte... Oh nein. Das war aber keine K.O.-Attacke, oder? Nein. Ach, aber es bringt ihn um. Ach, komm schon. Wie viel Pech habe ich denn heute mit dem Pokémon? Ja, okay, das ist aber in jedem Fall dann nicht der richtige Weg.
hier muss ich lang. So. Da muss ich auch wieder irgendeine Attacke beibringen, ne? Welche war es nochmal? Habe ich ja schon Stärke. Ja, also habe ich Stärke niemandem beigebracht. Okay. Dann bringen wir ihm die bei. Weil sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Und das wäre nicht so gut. Schmeißen wir. Oh, Volltrefferquote oder Zielschrecke. Ja, das ist beides gut. Ich würde aber auf die Volltrefferquote gehen. Und schmeißt damit seinen Kopfnuss raus. Er erlernt Stärke. Und jetzt sollten wir hier weiterkommen. Jetzt ein Golbat. Dich hatten wir schon gefangen, oder? Nein, auch noch nicht. Gib dir mal. Dann gehen wir doch auf das Golbat. Machen wir einen Windschnitt. Das ist sehr krass. Nein, nicht Pokémon. Bleib bitte drin im Ball. Ich befürchte, er wird es nicht tun. So. Ach, es läuft heute nicht. Feuersturm ist. Nein, es ist noch nicht weg. Doch, jetzt. Habe ich noch einen Top-Belieber? Den muss ich dann danach einsetzen. Das Ding ist, ich kann auch keine Attacke mehr einsetzen. Die sind alle zu stark. Ich will auch keinen Superball für so einen Golbat einsetzen. Das scheint nötig zu sein. Egal, wir haben 9 Superbälle, haben nicht einen eingesetzt. Aber dann muss er auch jetzt drin bleiben. Ich hab keinen Bock mehr. Es macht keinen Spaß mehr. Wobei, er hat Schaden durch den Beulenhelm erlitten. Vielleicht gehe ich jetzt mal auf einen normalen Pokéball. Immerhin mal eine gute Sache mit dem Pokémon in dieser Folge. Ach. Ich meine, wir hatten da irgendwas gefangen. Vielleicht nicht Golbat, sondern Squirt gefangen. Das kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Okay, jetzt wird erstmal Stärke eingesetzt. Und geheilt. Und zwar Gegengift für Schwalboss. Und
noch einen Top-Beleber oder habe ich beide eingesetzt? Ich habe alle eingesetzt, ne? Aber es gab noch irgendwas, das wiederbelebt. Ja. Vitalkraut. That's your moment. Gut. Dich machen wir noch. Jetzt will er. Dich machen wir noch. Dann schieben wir diesen Stein da rein. Wird wahrscheinlich ein Rückweg sein. Weiß ich nicht, muss ich nach oben? Ist oben nur Bonus? Geht's dann auf die nächste Tür? Ich weiß es nicht. Auch hier gilt's wie in dem Team Aqua Versteck. Alle Wege abzuchecken. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, wir können die dieses Mal auch aufhalten, weil die Verfolgungsjagd geht jetzt schon ziemlich lange. Natürlich aufsparen, geht dann auf den Schneider. Sollte etwas reichen. Ja. Okay. Dann haben wir den Rüpel schon hinter uns gelassen. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Notfallattacke. So schnell brauchen wir noch. Die sind alle geil. Ach, verdammt. Dann lasse ich es lieber. Attacke ist geil. Meine anderen Attacken sind mir dann doch noch lieber. Vor allem, weil ich die sehr häufig einsetze. So. Die Frage, wo geht's denn hier oben überhaupt lang? Dann haben wir auch keine Karte von der Tiefseehöhle, ne? That's the problem. Wir gucken nochmal rein, was wir denn hier so haben. Okay, das ist fast schon was wie ein normaler Weg, ne? Hier ist auch nochmal eine Tür. Denn hier zurechtfinden. Okay, ich würde fast sagen, wir gehen nochmal zurück und checken erstmal den Weg rechts ab. Also, wir gehen nochmal hier zurück. Also hier, klar, gibt es erstmal nur diesen Weg. Aber hier gab es auch ganz viel. Deswegen, ich würde erstmal nochmal zurückgehen gerne. Dann machen wir dich noch. Ja. Dann, keine Ahnung, hoffe ich fast schon, dass hier nur Bonus-Content ist. Weil dann weiß ich, es geht auf jeden Fall durch die Tür. Und das würde mich halt schon sehr beruhigen. Echt jetzt? Okay, es ist aber zumindest keine Vergiftung angetreten. Und dann bist du jetzt weg. So. Hoffen wir, wie gesagt, dass hier nur Bonus-Content ist. Weil ansonsten habe ich echt keine Ahnung. Hier sind so viele Wege, ne?
I don't like this. Och, hier ist auch mal was. Ja, gut, dann machen wir dich auch noch. Das sieht mir fast schon. Ja, hier wird dann nicht schon der finale Raum sein. Ich hab keine Ahnung. Ganz schwierige Sache. Ganz schwierige Sache. Schön, dass die aber alle nur so wenige Pokémon haben. Und ich die immer mit einem Angriff besiegen kann. So. Wo geht's hier lang? Bonus-Content? Kein Bonus-Content? I have no idea. Sind noch mal irgendwelche Steine. Jetzt gibt es rechts einen Weg, links einen Weg. Oh Leute, ne, ihr macht mich fertig. Hier ist nur normaler Stein noch mal. Weiter. Kann ich auch nicht durch. Also wird es hier auf jeden Fall rechts lang gehen. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob ich da den Stein zerstören kann. Das Stein konnte ich, glaube ich, nicht zerstören. Gucken wir nochmal. Ja, hier gibt es auch nur eine Tür. Wo führt die Tür hin? Ernst. Aha, ach so, okay. Da sind wir. Gut. Heißt, es ist im Prinzip nur eine Abkürzung dahin. Okay, dann gehe ich hier nochmal zurück. Okay, jetzt muss ich mich mal kurz, ganz kurz orientieren.